hallo und herzlich willkommen zum nächsten Spieltag hier bei der Backspin FIFA League. Mein Name ist Nico Backspin. Ich bin der Chef vom ganzen Bums. Das heißt aber nicht, dass ich besser FIFA spiele als der Rest in dieser Liga, denn wir spielen zur 10. Liga. Da sind ein paar Rapper dabei, die können FIFA spielen, aber da ist einer dabei, der spielt noch besser FIFA, weil der hat das auf dem richtigen Platz auch mal richtig gemacht. Der ist heute bei mir, Christian Panda. Moin. Ja, hi, grüß dich. Ey, du erfüllst ja so schon ziemlich viele Klischees von Fußballprofis, die richtig gut im Zocken sind, ne? Du giltst als der neue Geheimfavorit fürs Turnier. Habe ich gehört, aber ich habe nur gehört, weil ich jetzt die ersten Spiele gewonnen habe, dass ein bisschen Druck aufgebaut werden soll. Und wie gehst du mit dem Druck um? Das ist ja ein Klacks für dich, ne? Ich bin Druck gewohnt, ja. Gab es irgendwann... Vor 80.000 Fußballspielen ist ein bisschen mehr Druck als hier in der FIFA-Liga. gab es denn mal einen Moment, wo du richtig nervös warst beim Fußball? Nein. Echt nicht? Ich weiß nicht, ich konnte das immer relativ gut einordnen für mich. Also ich habe das super gerne gemacht. Ich habe das Glück gehabt, mein Hobby zum Beruf machen zu dürfen. Dementsprechend, ich wusste ja, dass ich das gut kann, was ich da tue, weil sonst wäre ich ja auch nicht da gelandet. Wenn du überzeugt davon bist, dann hast du gar keinen Platz für Druck. Aber das nehme ich mir mit, weil mich fragen nämlich auch immer Leute, ob ich nervös bin vor Gesprächen oder ob ich irgendwie aufgeregt bin vor irgendwelchen Live-Produktionen. Und das bin ich auch immer nicht. Und ich habe immer gedacht, das ist nur so blödes Gequatsche, aber es scheint eine gute Begründung dafür zu geben. Ich kann dir das sogar echt begründen, weil ich einen guten Vergleich habe. Ich habe ja früher selber mal Musik gemacht. Yo, 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 hier ist Kader Zamor von Schalke 04. Check das offizielle Hoop Production Mixtape von unser 24, Christian Panda. Mein Name ist Funky P und ich bin jetzt wieder da. Und stand auch wirklich mal auf der Bühne vor 800 bis 1000 Leuten, wo ich rappen musste, was ich nachweislich nicht so gut konnte. Und da war ich todesnervös, einfach weil ich da nicht in meiner Comfortzone war, sondern ich war halt in einem Metier, was ich hobbymäßig gemacht habe, was ich aber nicht gut konnte. Und dementsprechend, da war ich wahnsinnig nervös. Gibt's das noch zu sehen irgendwo bei YouTube? Ich hoffe nicht. Leute da draußen, sucht mal. Ihr könnt ein bisschen gucken. Vielleicht findet ihr noch irgendwas. Ja, bitte nicht. Da können wir einen Vergleich starten, was hier besser funktioniert. Aber ich kann dir eine kleine Geschichte erzählen. Der Onkel Pillow ist nämlich auch aufgetreten. Ach echt? Guck mal, Pillow hat mir gleich schon eine Sprachnachricht geschickt. Ja, auf zu labern, jetzt fang an zu zocken. Siehst du? Sag ihm, ich finde dein Video mit dem Rap-Auftritt. Wenn einer das findet, dann der Onkel. Okay, das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm. Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Was war das denn? In Münster. In Münster. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. In Münster bist du mit aufgetreten. Was auch immer, wir legen jetzt los. Let's go. Gutes Spiel. So. Mann, Alter, spiel die Bälle vernünftig. Ach, so ein Scheißfehler, Mann. Oh. Was ist denn los hier? Ach, okay, das ist so einfach. Hello, ich höre mal deine Sprachnachricht jetzt in Ehren. Also, vor allem nicht diese 5-Sekunden-Schucke hier. Was ist denn das? Abseits. Da schickt er den Mitspieler. Okay, 3-0, 30 Minuten. Das heißt, wir steuern auf ein 9-0 zu hier. Dann heißt, siehst du, deswegen spiele ich auf Ballbesitz. Ach komm. Alles muss er besser lösen. Müsste Geld geben. Guck mal, Pillard schickt mir nicht mal mehr Sprachnachrichten. Das Ding ist durch. Der Trainer hat mich aufgegeben. Gute Chance jetzt natürlich bei diesem Freistoß. Marcel Sabitzer. Klasse Pass. Keeper ist da, Keeper hat den Ball. Ach Junge. Jetzt schenkst du mir auch noch die Dinger hier. Da hat er natürlich keine große Mühe. So. Unter 9 bleiben. Der SSC mehr. Nur 7. Du musst kurz weghören, mein Coach gibt mir ein paar Tipps jetzt. Ne? Okay. Natürlich habe ich dich nicht aufgegeben, aber ich habe mir jetzt mal eine Strategie für das zweite Spiel überlegt. Mach mal den Ton aus, ganz ehrlich hört. Warte, okay. So, okay. Ich bin wieder da. Weißt du jetzt, wie es geht? Ich weiß jetzt, wie es geht. Lass den Ball laufen, aber jetzt läuft sie auch mal. Ach, das ist so einfach. So wünschen wir uns das. Frühes Tor. Das ist zu einfach. Das ist zu einfach. Mertens am Ball. Jetzt der Schuss. Der Ausgleich. Ich glaube, das wird heute eine richtig offensive Partie. Also Pillard, wenn du das hier hörst, der ist für dich. Der ist für dich. Der war stark. Mertens jetzt. Irving Lozano.
Der Angriff könnte was werden. Irving Lozano. Wie macht der den denn rein? So, jetzt haben wir ein Fußballspiel. Zweites Spiel bist du da, oder wie? Neapel lässt jetzt den Ball laufen. Abwehr muss aufpassen. Okay. Okay. Das ist ja sensationell. Den hält keiner. Der macht da vorne. Was machst du da? Ah, scheiße. Der ist es. Ja. Ah. Hey. Nee, Alter. Da. Da ist er doch. Das ist doch geschenkt. Digga, willst du mich verarschen? Wer spielt da? Das bist doch nicht du. Das ist doch irgendeiner von deinen E-Sportler-Kollegen gerade und zockt. Hau ab! Willst du mich verarschen? Ich schwöre, guck mal, in meinem ganzen Leben habe ich dich noch nie so zocken gesehen. Egal. Nicht ärgern, konzentriert bleiben. Ja, okay. Siehste? Weiter! Sehr unglücklich, aber egal. Denk an die Strategie. Ich habe original viermal aufs Tor geschossen. Das müssen wir kurz festhalten. Aber reicht. Oh, alter Schwede. Er holt sich den Ball. Ach nein! Scheiße! Ja, Mann. Oh. Ey, ich gewinn doch den scheiß Zweikampf. Ob sie hier noch auf den letzten Drücker den Sieg treffen erzielen. Es ist nicht zu bleiben. Wollt das unentschieden halten, ne? Ich wollte zumindest den Ball einmal behaupten, Alter. Weißt du, ich habe ihn ja dreimal und ich will ihn einfach nur einmal, zweimal weiterspielen können, aber ich habe ihn nicht mehr ruhig gekriegt. Okay, Glückwunsch. Dankeschön, das war ein knappes Ding. Alter Schwede, war das ärgerlich. Ich bin richtig geknickt gerade, weißt du das, Alter? Ich bin happy, muss ich sagen. Das war sehr knapp. Aber Pillow an dieser Stelle, oh, ich die Sprache hören wir uns an. Vielen, vielen Dank für dein Coaching, aber komm, ich höre nochmal rein, was er zu erzählen hat. Komm, Junge, fang die Kamera auf, mach zu, alle mal hinten rein, bis vor den Toren, komm. Nico, ey, du schießt an den fünfmal in die Pässe, an deinen 16er. Wann hab ich dir vorhin gesagt? Was war die Strategie? Mann, ey, du. Alter, wie kannst du das so herschenken, ey? Minimum ein Punkt war da drin, minimum ein Punkt. Das ist der Coach, ne? Ach, ey, so ein. Ja. Da hat er recht. Da hat er recht. Mal, wenn du dir nur kein Tor schenkst in diesem Spiel, dann holst du sogar drei Punkte. Deutliche. Ja, Digga, also ehrlicherweise, ich darf das 4-1 auch nicht mehr herschenken. Dann bin ich wieder ängstlich geworden. Ja, schade, Alter. Damit bist du aber von mir entlassen und jetzt kannst du von mir aus auch das Turnier gewinnen. Ist mir egal. Jetzt musst du dich mit Pinard und Shadow und Cass und so darum prügeln. Ich gehe um den. Ich bin gespannt. Ich spiele um die goldene Ananas. Danke dir, Alter. Und wir warten jetzt mal auf Kuba. Ich glaube, der ist auch schon drin, ne? Nico, vielen Dank. Ciao, mein Lieber, Alter. Das war mir eine Ehre. Ciao, ciao. So, ich begrüße euch zur Backspin FIFA 21 League. Mein Name ist Kuba Backspin. Neben mir ein reizender Gast. Desaster. Was läuft? Wie geht's dir? Gut. Wollen wir FIFA spielen? Ja, wollen wir. Ich habe Fotos gemacht. Ich bin mal gespannt. Ich bin halt ein extrem schlechter Verlierer und wenn das dann auch noch immer so live ist, dann ist das noch schwieriger, sich zusammenzureißen, weißt du? Also das ist dann einfach nur unangenehm dann. Ja, alles gut. Ich werde nichts persönlich nehmen. So, herzlichen Glückwunsch. Ich muss los. Und dann klappe ich einfach richtig sauer den Laptop zu. So, gut Kick. Gleichfalls. Oh, schönes Ding.
Nein! Jawohl. Nein! Richtig. Ja, gut. Bist du stolz drauf? Ich werde mich nicht entschuldigen. Oh, schlecht, so schlecht von mir. Jawohl. Übertrieben schlecht. So lobe ich mir das. Hast du dir das HSV-Spiel gestern eigentlich gegönnt? Nee, zum Glück nicht. Ja, und? Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte zu dem Thema zu sagen? Ja, ich will eigentlich gar nicht drüber reden. Der HSV wird wieder nicht aufsteigen. Ja, das befürchte ich leider auch. Das befürchte ich leider auch. Dass das nichts wird, Digga. Aber einfach wirklich so dumm, in so einem wichtigen Spiel dann so zu spielen. Das war halt einfach komplett verdient, Digga. Ich habe das Spiel gesehen, es war komplett ja, verdient. Ja, komm, das ist doch albern. Das ist doch wirklich albern. Das Ding ist, dass die einzige wissenschaftliche Erklärung, die ich dazu habe, ne, nach langem Überlegen, Analyse, Statistik, ich habe da viel drüber nachgedacht. Ja. Und ich glaube wirklich, die einzige logische Erklärung ist, dass der HSV verflucht ist. Ja, wissenschaftliche Erklärung. Ja, bei mir ist es eigentlich auch das Gleiche, weil eine andere habe ich auch nicht mehr. Spielen wir direkt einfach direkt nochmal? Ja, safe können wir machen. Unsere Aufstellung müsste sich ja gespeichert haben. Mhm. Ja, ich würde was anders machen. Ja, easy. Also ich werde, glaube ich, nicht viel ändern, aber du kannst ja... An der Stelle würde ich gar nichts ändern. Nie wieder. Ja, aber ich hätte noch ein paar geile Spieler, die ich gerne testen würde, die ganz nice sind. Aber ja, eigentlich never change a winning team und so, ne? Wollen wir doch mal sehen, was jetzt möglich ist. Ja, also ich glaube nicht, dass es nochmal so gut wird. Zweite Spiele laufen eigentlich immer anders. Der ist einfach so schnell, Mura. Bester Mann. Oh, Kane, Kröte, gib ihm. Kickdown. Jawohl. Aber eigentlich schon dumm, dass ich es nicht ausgespielt habe. In welche Richtung schießt du? Schießt du nach rechts? Schießt du nach rechts? Rechts. Ja, ich glaube rechts. Ja, safe rechts. Oder doch Mitte? Nee, doch. Mitte rechts. Oder rechts? Rechts? Ja, rechts. Ich schieß rechts. Psychospielchen incoming. Ja, ich hab's ja auch nicht gecheckt. Du hast angefangen. Ja, was ein beschissener Start ins Wochenende, ey. Danke für nix. I'm sorry. Wie lange wirst du sauer sein? Nachhaltig oder halbe Stunde und dann ist alles gut? Ich werde auf jeden Fall nie wieder mit dir reden. Ja, ich hoffe doch nicht. Und ich habe wirklich mal, ich weiß, das kann man sich kaum vorstellen, aber ich habe wirklich mal richtig gut gespielt. Digga, safe hast du mal. Jedes FIFA ist auch anders. Ja, man muss auf jeden Fall irgendwie immer den Ehrgeiz haben. Ja, immerhin. Immerhin. Also das ist doch total sinnlos. Ah, fuck. Ist das nochmal spannend? Nee, leider nicht. Lass auf fünf, Minuten, fünf Spielminuten zu spät. Kurz nicht quatschen. Jetzt muss ich das nach Hause bringen. Können wir uns darauf einigen, dass ich der Bessere bin? Ja, können wir uns darauf einigen. Gut. Können wir uns darauf einigen. Bist du der Bessere? Ich habe 6 Punkte geholt. Du bist der Bessere. Aber mir hat Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich hoffe, du hattest zumindest ein wenig Spaß. Ja, ich hatte noch nie in meinem ganzen Leben so viel Spaß. Ja, ich hoffe, ich habe dir nicht komplett das Wochenende versaut. Aber nein, am Ende nein. Ist just nein, weißt du, was soll ich sagen? Es hat ja auch was mit Ehrgeiz zu tun. Ehrlich gesagt, man macht sich das selber ja auch leicht, wenn man nicht viel spielt. So, wenn ich, also, ja, da hast du recht. Ist wirklich so, ich wäre ganz anders nervös, wenn ich jetzt immer noch so richtig viel spielen würde, ne? Mhm. Dann würde es für mich um viel mehr gehen, so vom Gefühl her, weißt du? Ja, natürlich macht man sich damit, natürlich macht man sich damit auch leicht. Aber deswegen war ich, frag mal Nico, wie ich im Signal Iduna Park in der Loge, wie ich da noch drauf war. Könnt ihr mal bitte kurz alle ruhig sein? So mit solchen Augen auf dem Bildschirm geguckt, weil ich das da auch irgendwie noch von mir erwartet habe und die Zeit ist halt vorbei. Naja, ey, vielen Dank fürs Zugucken. Ansonsten, danke, dass ansonsten, du dabei warst. Danke für nix. Danke für nix ansonsten und schönen Abend noch. Easy, den wünsche ich dir auch. Haut rein, ciao, ciao. Mach's gut, Digi. Ciao, ciao. So, was läuft, Freunde? Ihr seht uns gerade live hier im Backspin.
FIFA-Turnier. Ey, ich muss ganz ehrlich sagen, bisher sieht es sehr, sehr miese für mich aus. Die Platzierung ist sehr, sehr bitter. Aber mal sehen, was Cass heute zu bieten hat. Okay, komm, ey, lass direkt Gas geben, Bro. Ja, Attacke, Bruder. Also, ich nehme Menu. Okay, easy. Ich hab Barca. Alter, holen. Bruder, was war das denn, Alter? Ey! Guck mal, wie die spielen, Bruder, bitte. Bitte, hör auf meine Mutter, du! Ey! Ich kann nicht mehr. Wut! Bruder, ich werde jetzt Beine brechen, Alter. Guck mal, ich schalte den trotzdem. Schalte den trotzdem, Bruder. Aha! Ah. Der Kerl ist richtig glücklich, Alter. Ja, so ein ganz einfaches Spiel, Bruder. Ja? Du bist richtig glücklich, ne? Bro, ich krieg meine zwei Packungen auch noch, Bruder. Gegen Shadow und gegen Panda. Komm jetzt, über außen, komm. Direkt weitergeben, Bruder, direkt. Ja, komm, super Ball, Mann. Das ist doch deiner, Mann. Wesh. Junge! Alter, der Junge macht Scheiße, Alter. Ja, Mann, Alter! Stabil, ja! Was denkst du, Bruder? Hast du gesehen? Komm. Über außen, Alter. Bruder, wir kommen. Zack. Stabil. Zack. Junge, Messi, Alter, bin schwach geworden, Alter. Komm, jetzt direkt nächstes Spiel, Mann. Jetzt bin ich warm geworden, Alter. Ey, ich feier das. Sure. Das mach ich Bock. Das können wir das ganze Jahr machen, Bruder, von mir aus. Ich werde mich vorbereiten fürs nächste Mal. Dann werden Packungen verteilt. Packets werden verteilt, Bruder. Ein Prost auf dich, Mann. Hast gut gespielt. Danke, Bro. Junge! Sein Bein, Alter! Scheiße, Alter. Bongo Sosa! Ich muss aufstehen, Alter. Was ist da los, Mann, Alter? Ey, Bruder. Ich glaub das nicht, Alter. Zack, Tiki-Taka, Jungs, komm. Habt ihr vergessen, oder was? Van Bissaka, gib ihm, Junge. Wupp. Den macht er! Was war das für ein Tor, bitte? Oh mein Gott. Ja, Junge! Scheiße, Alter. Komm, ey, pfeif ab, Mann. Was da los, Alter? Wollt ihr auch noch das 10-0? Wollt ihr das 10-0, Junge? Alter, hat er abgepfiffen? Ja, Mann. Ey, das ist unfassbar. Bro, aber das hat Spaß gemacht, ich schwör. Ja, Mann, hat Spaß gemacht. Bon. Ich konnte dich entertainen. Ja, schon, ich konnte euch entertainen. War sehr spaßig. Bis dann, ich bin raus, Mann. Sugar, hau rein. Jo, hau rein, hat mich gefreut, ja? Mich auch, Bruder. Okay, bis dann, peace. Wir wollen nur nachfragen, ob das in Ordnung geht bisher, hier, das Ergebnis. Ja, alles in Ordnung. Frag man sich immer, wo er gelegen hat. So, was geht ab? Mein Name DP. Zweite Spielwoche hinter uns. Mein Gegner war Shadow, 0-3-0. Es war brutal. Kein Spaß. Shadow sucht keine Freunde, keine Features. Der meint das todernst. Also gegen Shadow war das eine eindeutige Sache. Gegen Christian Panda auch. Mit dem Kuba habe ich ein bisschen gerangelt. Es wird aber sehr, sehr spannend. Jetzt kommen noch die nächsten Spiele. Gegen Nico werde ich noch spielen. Gegen Pimpf spielen, gegen Sugar spielen. Meine Analyse ist, ich muss auf jeden Fall in den Abschlüssen ein bisschen besser werden. Im Mittelfeld auf jeden Fall ein bisschen dominanter werden. Aber ansonsten wünsche ich mir weiterhin Glück. Grüße gehen raus an Backspin und an FIFA EA. Was geht ab, Dachos? Kurze Spielwochenanalyse der Backspin FIFA 21 Liga. Guck mal, die ersten zwei Spiele habe ich gemacht gegen Sugar. 10-0, 7-0. Der Bruder hatte zwei Torschüsse in zwei Spielen. Brauchen wir dazu noch was sagen? Nein. Anscheinend hast du die gleichen Attribute wie dein Kollege Des. Aber ansonsten geht nur Liebe für dich raus. Die nächsten zwei Spiele waren gegen Kuba Backspin. Der hat mir meine Bilanz versaut. Ja. 1-0. Dieses scheiß 1-0 in der gefühlt letzten Minute. Aber im zweiten Spiel habe ich mir gedacht, kann ich mir nicht geben. Da war er auch euphorisch, der Kuba. Dachte, okay, ein 1-0 in Hinspiel. Aber dann hat der Dejo 5-2 gewonnen. Für Kuba habe ich auch extra ein Lied. Und auch für die restlichen, gegen die ich noch spiele. Eins ist sicher, weil der FC Bayern gewinnt ja auch nicht alle 34 Spieltage und ist am Ende des Tages
auf Platz 1. Deswegen habe ich ein Lied für euch. Ich bin der Beste, ich bin der Allerbeste. Ich bin hier der Star. So sieht's aus. Seid doch mal ehrlich. So, weißt du Bescheid. Kommen wir zu den nächsten zwei Spielen. DP. 14-0 und 11-0. Ich habe mir kurzzeitig überlegt, dass ich während des Spiels einfach mal auf Klo gehe und Controller einfach liegen lasse. Also so dominant war ich. Trotzdem, Liebe geht auch raus für sie. Fazit, was für ein Fazit soll ich ziehen? Woran hat sie gelegen? Woran hat es gelegen, das erste Spiel gegen Kuba, das 1-0? Woran hat sie gelegen? Weiß ich nicht. Ist, wie es ist. Und ich warte aber auf Cass und Christian Panda. Auf Pillard nicht, weil der ist ja in der Tabelle hinter mir und ich kümmere mich nicht um Leute, die hinter mir sind. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Spaß. Ich danke EA dafür, ich danke Backspin dafür. Und weiter geht's, da kommen ja noch einige. Bevor der nächste Spieltag der Backspin FIFA League losgeht, und zwar heute Abend, kleines Resümee von mir zum letzten Spieltag. Ich habe gegen Christian Panda gespielt und ich sag, wie es ist. Erstes Spiel lief nicht so optimal. Ich habe ehrlicherweise nicht so mit seinem Pressing gerechnet, habe deshalb auch verdient verloren. Aber zweites Spiel führe ich 4-1 und verliere es in der 92. Minute. Und darüber bin ich heute noch sauer. Aber heute geht's weiter.